eher halte ich ein bisschen als, sagen wir mal, als freilos. Aber Gastrodon jedenfalls. Ist das nächste Pokémon, das ist vom Typ Boden und Wasser. Ein Pokémon, was ich definitiv ein bisschen, ich weiß keine Absicht mit Halsfarmer, aber na gut, dann nehmen wir es halt so mit. Hau drauf. Ihr zweites Pokémon steht 2-1 jetzt. Boah, die Hälfte fast. Roserade. Roserade habe ich ein bisschen als, als freilos gesehen, muss ich sagen. Weil sie das, ich kenne das von dem Original, dass sie das immer gerne als letztes einsetzt, wenn sie dann nicht mehr hat. Aber wenn ich Roserade durch bin, hat sie noch zwei ganz dicke Brocken. Aber schauen wir mal. Zum Feuersturm das Roserade nehmen. Das ist nicht wahr. Wieso kannst du das wegstecken? Was hast du? Du Arsch. Du hast irgendwas, was du... Gut, ich gehe jetzt auf Zeit, weil ich ehrlich bin. Ich hoffe, dass sie jetzt ihre zweite Top-Genesung setzt. Und dass sie nicht bei ihren... Weil sie zwei Pokémon hat, definitiv, die mir richtig, richtig Ärger machen können. Und das wird auch passieren. So. Okay. Ich hab's fast geahnt. Dass sie den Move sieht. Ja, Galoppa ist gut. Das war mir fast klar, dass du das machst. Das war mir fast klar. Oh, sehr schön. Warte mal. Top Trank auf Rex Bizarre. Cool, das wäre jetzt nicht die blödeste Idee. Elektro-Pokémon wäre es jetzt. Oder eine Elektro-Attacke. Du gehst auf Siedewasser. Ja gut, Siedewasser ist klar. Das ist gegen Feuer-Pokémon durchaus klar. Ich kann mit einer Stahlattacke, glaube ich, nichts gegen das Viech machen. Ich kann ihm aber wehtun. Zumindest etwas. Wusste ich, dass es nicht effektiv ist. Aber ist egal. Ich habe Angst vor ihr. Muss ich sagen. Nein, Angst ist es nicht. Es ist eigentlich mehr oder weniger großer Respekt vor ihr. Milotic, mein Freund. Was willst du jetzt von mir? Du hast doch keine. Du kannst keine Feuerattacke haben. Du wirst keine Feuerattacke haben, du wirst keine Flugattacke haben. Du hast Genesung, du hast Siedewasser, du hast Eisstrahl. Und du hast Hydropumpe. Eisstrahl ist nicht die dümmste Idee, weil es ist tatsächlich neutral bei unserem Pflanzentyp. Muss ich drauf gehen? Muss ich es opfern? Klappt's oder klappt's nicht? Muss ich es opfern? Es bringt nichts anderes. Ich hoffe, mein. Du bist ein Arschloch. Lucario. Du bist ein Arschloch. Aber du bist schlau. Du bist nicht doof. Ich weiß auch, was du vorhast. Weil Rex Bizarre kann eigentlich ihrem stärksten Pokémon kann extremst wehtun. Deswegen war mir fast klar, dass dieser Move kommt. Lucario habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Es kann. Ja, es kann ihr am stärksten. Sie hat, wenn ich eins von ihr jetzt auch rausnehme, ich weiß, was sie noch hat.
Nicht Kanone. Ey, das ist, ja, sag ich, das ist es halt. Sie weiß, was er tut. Und das ist mir schon klar. Ich hab's eigentlich fast erwartet, dass es ein harter Kampf wird. Wie kriege ich Lucario weg? Die wird es wehtun. Auf Dings drauf gehen. Gucken, was es wegpackt. Ach, fick dich doch mit deinem scheiß Volltreffer. Ja, lass mich in Ruhe. Ich sag ja, Cynthia ist definitiv mal draußen, aber. Und wenn ich es nicht schaffe, darf ich die ganze Top 4 nochmal neu machen. Du kannst auch Lichtkanone, ne? Mann. Es ist gerade echt. Tut mir gerade extrem weh, muss ich sagen. Ich muss an diesem Lucario vorbei, weil Roserade ist nicht die Hausnummer mehr. Aber es erstmal hinzukriegen. Ja, ja. Ich meine. Das ist, kotzt mich gerade an. Also das ist gerade extrem eben frustrierend, weil es killt mir quasi mehr oder weniger mein Volltreffer mein komplettes Team aus dem Rennen. Hör auf mit dem Scheiß. Du gehst mir ein bisschen auf die Eier. Ich verliere den Kampf definitiv. Ich meine, ich kann versuchen, auf Zeit zu setzen, aber mehr auch nicht. Das Problem, du hast wahrscheinlich noch deinen Top gelesen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wenn ein meiner Pokémon mal irgendwas wegstecken würde, wenn ich mal eine Möglichkeit hätte. Das Problem ist, kriegt die regelmäßig meine Attacken weg.